So, herzlich willkommen hier, da ist er wohl, sagt dann Camillo. So, nehmt Platz aufs Sofa, lasst euch gut gehen und gleich geht's hier rund hier bei den Sofa Racers hier. Also nochmal, schönen guten Abend hier, wen haben wir denn alle schon dabei? Sally ist mit dabei, Schneemann Rico ist mit dabei, Paddy ist schon da und demzufolge schönen guten Abend euch erstmal. So, bei uns ist alles fit, hier läuft's rund. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Die letzte Mal hat es ja gar nicht so richtig funktioniert bei mir. Da war ja immer irgendwas war kaputt. Entweder hat das Stream nicht funktioniert oder Frauchen war im Krankenhaus etc. Pipapo. Aber heute sollte es laufen. So, demzufolge sind wir hier auf Monza, der Gruppe 3 im dritten Rennen hier. Und somit, ja, ihr seht es natürlich hier, die rechts seht ihr natürlich schon mal hier die, auf Deutsch gesagt hier, ne, den Rennkalender. Da sind wir natürlich heute hier auf Monza ohne Schikane und natürlich 37 Runden. Wir hier in Gruppe 3 Liga A. Gruppe 3 Liga B macht hier der MB Iceman streamt das. Ich glaube, da gibt es ein bisschen Zeitverzögerung. Der ist noch in einem Event drin. Mal gucken, ob er das noch rechtzeitig schafft. Und natürlich auf YouTube seht ihr natürlich Liga C vom Vincent. So, demzufolge links hier natürlich die Tabelle. Muss selber erstmal nochmal auf und zu machen hier die Tabelle. Na, wo haben wir sie denn hier? Komm, gib sie mir. So, demzufolge auf Platz Nummer 1 hier haben wir ja, wie soll man sagen, es ist doch schon ein guter Vorsprung. Zwar nicht viel, aber ein guter mit 4 Punkten. 4 gute Punkte hier sind hier HM diese Knechte hier auf Platz Nummer 1. Auf der 2 mit 88 Punkten. Kotzbär TV. Team Frostbeeren, dann auf Platz Nummer 3 mit 86 Punkten. Also es ist noch verdammt knapp hier oben an der Spitze mit 86 Punkten. Impro Motorsport 1 auf der 3 und dann natürlich hier auf der 4 Impro Motorsport 2 mit 52 Punkten. Auf der 5 HLG mit 44 Punkten. Dann haben wir natürlich nochmal HRM CC Racing Performance hier mit 40 Punkten. Auf der 6 wäre theoretisch jetzt aktuell Absteiger, aber da ist noch Luft nach oben, da passiert noch viel, da kann noch viel passieren, also ist stets da definitiv noch nicht fest. So, dann nochmal HLG Rookies sind hier mit 18 Punkten vertreten auf Platz Nummer 7. Na, da ist schon ein bisschen mehr Luft, da ist schon ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ja, da müssen sie Gas geben, ja, damit sie hier mit ihren Renault RS hier da gut vorankommen. Demzufolge haben wir natürlich hier den Batman auf der 1 in der Fahrertabelle mit 56 Punkten, dahinter KBTV, der Nurmpitz mit 52 Punkten und Platz Nummer 3 hier, der Dealer mit 40 Punkten, dann hinten ist es ein bisschen knapper, haben wir Droste auf der 4 mit 36 Punkten, Fungi auf der 5 mit 36 Punkten und natürlich mit 32 Punkten der Mühle. Goschforce auf der 7 mit 28 Punkten und natürlich Fidelity auf der, also Goschforce auf der 7, Fidelity auf der 8, gefolgt von Phoenix auf der 9, David auf der 10, Flash auf der 11, Sascha 12, Michael 13, und dann natürlich ein Georgie und dann immer so weiter. Ihr müsst es, glaube ich, ja, bis Platz Nummer 18 müsst ihr sehen, das sind die Fahrer, die bis jetzt Punkte gesammelt haben und somit die anderen gemeldeten Fahrer aktuell nicht aufgelistet, weil noch keine Punkte eingefahren sind. So, demzufolge haben wir es natürlich 20 Uhr. Sollte es jetzt natürlich jetzt losgehen, gehen wir doch direkt hier rüber in die Live-Szene. So, da sind wir natürlich in der Live-Szene drinne. Und somit hier ohne Schikane, ihr wisst es, also wir haben natürlich einen Vorteil. Ein Vorteil haben wir natürlich in der, auf Deutsch gesagt, in der Startphase, die erste Schikane kann uns schon mal hier nicht kaputt machen. Das ist schon mal richtig. Demzufolge werden wir hier die ersten eventuellen Berührungen hier auf der in der zweiten Schikane sehen, beziehungsweise jetzt ist es die erste in der Variation, da wir hier nur zwei Schikanen haben hier. Demzufolge sind wir mal gespannt hier, wie weit die Fahrer nach vorne kommen, beziehungsweise wo die Zeiten natürlich auch liegen. Und natürlich die Top-Geschwindigkeit sind wir mal natürlich auch gespannt, was wir so alles so Schönes sehen. Also ich hoffe, der Motorsound passt so, ist laut genug. Zu wenig Kurven für die Renault, sagt der Michael. Ja, definitiv zu wenig. Seid doch mal froh. Gebt den anderen noch mal eine Chance hier.
Mikro übersteuert etwas. Ich kann ja mal ein bisschen leiser machen. So, müsste besser sein. Ich glaube, ich habe das ein bisschen zu laut gedreht hier. Ist das besser? Ist es besser? Ansonsten, oder? Kann man noch ein bisschen tiefer? Ja, sollte eigentlich jetzt besser sein, oder? Super. Ja, ich habe wohl ein bisschen rum auszusehen hier an meinem Mikro. Ich habe hier so ein Mikro, ne? Da kann ich nochmal drauf drücken. Und da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel gedrückt, weil ich was getestet hatte. Da habe ich das, glaube ich, einen kleinen Tick zu laut gemacht. So. Wie gesagt, wenn irgendwas ist, einfach Bescheid sehen. Motorsound sollte passen. Mikro sollte jetzt auch passen. Der Rest ist so eingestellt, dass es natürlich hier passen sollte. So. Bisher liefen die Strecken immer für die anderen. Das habe ich gesehen. Das sehe ich natürlich auch in Gruppe 4, Michael. Da seid ihr immer besser. Irgendwie. Komme ich irgendwie nicht ran hier an eure Meganz. So, sind wir mal gespannt. Schauen wir mal. Wen haben wir denn hier in der ersten Gezeitenrunde? Der HM Batman ist natürlich jetzt hier schön fleißig unterwegs. Dahinter sein Teamkollege der Droste, der natürlich hier im Windschattenmodul arbeitet. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Das ist natürlich eine schöne Windschattenschlacht heute. So, mit kann man sich natürlich auch schön in der Quali schön ein bisschen ziehen. Ja, dann haben wir natürlich den Phoenix hier mit am Start von Impro. Muss ich natürlich selber gucken, ob ich den hier schon mal stehen habe. Das Impro 1 oder 2 ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Die komplette Liste habe ich leider jetzt hier nicht offen. So, dann hier der David. Oh, hier fährt natürlich auch hier vom Impro. Ist mit am Start und mit unterwegs. Das ist Zufall und viel Arbeit in Gruppe 4. Ja, die Arbeit müsste ich mir natürlich auch machen, irgendwie. Und Batman, schönen guten Abend. Power, bitte guten Abend. Und natürlich Charlie auch nochmal. Schönen guten Abend, ja. So, ja, die Arbeit müsste ich mir normalerweise auch mal machen. Mal ein bisschen mehr trainieren und mal ein bisschen mehr am Setup arbeiten. Aber da komme ich irgendwie nicht so richtig dazu. Das, was ich jetzt bis jetzt erreicht habe. Letzte Woche war gut gewesen. Leider mein Abflug. Sonst hätte ich hier mit dem Havio und hätte ich natürlich auf P4, 5 und 6 mit duellieren können, aber leider hat es nicht funktioniert durch meinen Abflug, aber ja, so war gespannt nächste Woche. Demzufolge bleiben wir aber erstmal hier auf Gruppe 3. Natürlich der David hier, schon gesagt, mit am Start hier, dann der Paul HLG ist hier mit dabei, ja, mit sein Megane hier, oder sein Renault, er ist dann natürlich der Gosh Force auch altbekanntes Gesicht, darf ich jetzt natürlich auch mal wieder kommentieren. So, dann haben wir Fidelity. Ach komm, ja, einmal hier für den Fidelity. Nur für dich, Fidelity. Falls du es hörst, ich hab da was für dich. Für dich hab ich da was. Da ist es. War das laut genug? Ich hab das doch nicht mitgekriegt. Mal gucken, ja. War mit dem Sound oder? Das müsste laut genug gewesen sein, ja, ne? Machen wir ein bisschen lauter. So, aber ihr müsst es, glaube ich, hören. Fidelity, ja. Dann natürlich hier Gosh Force dahinter, das mal auf den neuen. Die ersten Zeiten sind gesetzt hier. Sascha dahinter. Mit seinen Teamkollegen auch natürlich schön im Windschattenduell mit Flash. Funky ist mit dabei. Norbitz mit am Start hier. Und der Bundo. Bundo, der mich natürlich auch schön stark vertreten hat als Ersatzstreamer. Demzufolge auch nochmal herzlichen Dank, Bundo, dass du mich das gut ersetzen konntest, wo ich natürlich die Probleme hatte. Ich hoffe mal, das funktioniert heute. Das läuft heute alles reibungslos. Sind wir mal gespannt. So, die ersten Zeiten sind gesetzt, somit hier der Droste auf Platz Nummer 1 mit 1:36.617. Konnte sich schön hier im Windschatten mit seinen Kollegen hier ein bisschen nach vorne pushen. Batman da vorne natürlich jetzt ein bisschen weiter weg, kann er natürlich jetzt erstmal nicht mehr im Windschatten. Jetzt will natürlich David hier auch in Windschatten rein. Nee, das war der Falsche. Wer fährt vorbei? Der Paul HLG fährt jetzt vorbei. Hat sich natürlich im Windschatten auch ein bisschen saugen lassen. Da kommt natürlich Fidelity, kommt danach. Oh, da gibt es natürlich jetzt hier erstmal leichten Verbremser. Somit hier schieben. So, natürlich die Impro-Jungs hier sind natürlich heiß begehrt. Die schieben sich natürlich, die pushen sich natürlich jetzt hier. Ach stimmt, letztes hatte Paul gestreamt. Stimmt, da war was. Bunto hat gestreamt und Paul. Und demzufolge Paul auch nochmal herzlichen Dank. So rum war das gewesen. Ach, hat er schon wieder alles vergessen, der Don Camillo. Stimmt, letzte Woche hat der Paul gestreamt. Der ist dann später reingejobbt. Davor war natürlich der GT Bunto. Das siehst du. So schnell hat man mal schnell einen Streamer an Bord, auch wenn es nicht geplant ist. Das geht doch alles. Besser kann es doch nicht laufen. Batman aktuell hier mit Bestzeit mit 1:36, 1:35.
Rossi so mit 2, David auf Platz Nummer 3, gefolgt von Fidelity auf Platz Nummer 4, Funky auf 5, Nombitz hier auf Platz Nummer 6 und Gosh Force auf der 7. Dahinter natürlich hier der Phoenix. Guck mal, aber auch hier, wie der Phoenix aus der Asche emporsteigt und hier vielleicht nochmal gute Rundenzeiten macht. Bin mal gespannt, ja. So, Flash natürlich hier auf der 9, Meets der Georgie auf der 10. Paul auf Platz Nummer 11. Der Death Racer von HM. Es ist doch bestimmt schon wieder hier so ein, auf Deutsch, sag Michael, sag doch hier so ein Tauschgeschäft schon wieder, ne? Ihr mogelt euch doch alle untereinander. HM ist doch hier von Hermann Motorsport hier, der Death Racer. Gibst du, ihr mogelt euch doch alle untereinander schon wieder. So, Sascha. Damals GHR, jetzt HRM. Ist jetzt hier auf der 13 unterwegs. Na, Sascha, du bist mir ein bisschen zu langsam. Seh zu, dass du nach vorne kommst hier. Du bist da sonst in der Gruppe 3, bist du da immer so ein Fixer gewesen. Aber jetzt irgendwie gerade hier nur auf Platz 13 unterwegs. Sind wir gespannt, ob er denn hier nochmal eine gute Runde hinkriegt. Ja, da siehst du doch, Platz Nummer 8. Aber da geht noch was, da geht doch noch was hier. So, dann haben wir Death Race auf 13. Und natürlich der Bundo auf Platz 14. Kommt noch nicht ganz zurecht hier heute mit der Strecke. Man hat Connection, Michael. Ja, definitiv. Man hat Connection. Ja, die Connection haben wir auch. Wir haben da natürlich auch so eine Partner-Teams, wo man da auch immer ein bisschen ein paar Fahrer abwirbt, beziehungsweise mal reinmogelt ins eigene Team. Haben wir natürlich auch so ein paar. Weil ich sag mal so, wir sind ja offiziell von Ska, sind wir ja, wenn man das mal hochrechnet, so knapp 20 Fahrer, aber nur 6 oder 8 aktive Fahrer. Ne, da muss man auch mal gucken, dass man auch mal Fahrer woanders herbekommt. Deswegen haben wir so eine Kooperation mit der SLR. Da holen wir uns auch, klauen uns auch immer die Fahrer. Ja, deswegen gibt spontan sein Sofa-Debüt definitiv. Da war ja natürlich auf dem Discord-Server natürlich was gewesen. So. Ah, guckt mal hier. Batman natürlich jetzt hier wieder im Windschatten drin hier. Vom Droste. Gucken wir uns das mal hier ein bisschen im Windschattenmodul an. Ob das reicht. Aber Funky natürlich aktuell Platz 2 mit 0,281 nur dahinter. Guck mal, reicht das jetzt für Batman, um sie da vorne zu brechen? Nee, Droste hat sie aber verbessert. Ohne Windschatten hat er sich verbessert und ist jetzt natürlich auf Platz Nummer 2 vorgefahren. Und gute 8 Minuten 30 haben wir jetzt hier absolviert. Oh, neue Windschattenschlacht. Jetzt ziehen sich die Fahrer natürlich alle nochmal schön fleißig hier. So, Funky. Und sein Teamkollege Lombitz auch direkt hier im Windschattenduell. Pushen sich natürlich hier wieder gegenseitig. Was willst du machen? Was anderes kannst du nicht machen. Du musst dich hier pushen. Und man muss mal hier umtesten hier mit den Knöpfe. Sonst wird das nichts hier. Ja, nee. Moment, wir sind die scheiß Taste nicht hier. So, Funky jetzt natürlich jetzt vorne dran. Lombitz zieht sich noch ein bisschen. Ne, gehen in die Box, das war's. Hat nicht ganz funktioniert. Fidelity auf der 4 aktuell. Und somit sind wir gespannt, ja. Wo das hier noch endet. Also Bestzeit aktuell 1,36, 1,35. Aber ich denke mal, da kriegt man noch eine gute 35. Wird hier noch gefahren. Da wird natürlich gefahren. So, wen habe ich natürlich vergessen? So, Mühle. Vor 17 Minuten auch nochmal vielen herzlichen Dank hier für dein Follow. Hat natürlich wieder nicht angezeigt, der Hund. Wollte mir das natürlich wieder nicht hier ansagen. Warum auch immer. Habe ich wieder keinen Ton auf dem Ohr gehabt. Ich denke mal, ihr habt das, den Ton gehört, aber ich wieder nicht. Ach, das ist immer ärgerlich, wenn ihr Disco OBS hier mal alles umstellt, was er auch nicht soll, ja. Ja, Georgie ist natürlich ja schon eine Weile bei. AG, das weiß ich. Also einige Fahrer kenne ich natürlich auch schon von längeren. Die sind natürlich auch schon relativ alle Stammfahrer, ja. Dort hier aber aktuell hier auf der 11 unterwegs. Paul auf der 12. Wo ist er? Da ist er. Bisschen weit rausgekommen. Sind wir mal gespannt, ob er da nochmal eine gute Zeit hinlegt. Batman jetzt aktuell 1,35,927 hier Platz 1 hier. So, Georgie und Death Racer. Wieder im Windschattenduell hier. Dahinter natürlich Sascha und natürlich der Flash. Beide Teamkollegen
Ne, wo haben wir sie denn hier? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo ist Sascha? Sascha auf dem Neuen, da ist er. Ja, der Audi ist theoretisch nur mit eigener Bob, ist ja gut, nur mit eigener Bob. Habe ich mitgekriegt. Stream ja natürlich auch bei der, NSL, da ist natürlich eigene Bob und da ist der Audi TT natürlich weit vorne, sehr weit vorne. Relativ eins mit der OP-Fahrzeuge. Aber das liegt dann nur an der eigenen Bob. Aber hier in der Standard-Bob ist er natürlich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nicht ganz so berauschend. Ist genauso hier wie der Renault RS. Da ist das genau dasselbe. In eigener Bob ist das Ding fast unschlagbar. Aber hier in der Standard-Bob doch ein bisschen abgetaucht hier. So flasht ein Teamkollege von Sascha natürlich auf der 10. Versucht natürlich auch hier noch ein bisschen. Und da ging natürlich hier der Georgie ein bisschen baden. Ging hier ein bisschen übers Grün und hat sich somit erstmal die Runde etwas vergeicht. So, gucken wir mal hier vorne natürlich. Trost jetzt aktuell auf 1 vorgefahren. 1,35, 8 und 9. Also die beiden, ja, ich sag mal so hier. Trost und Batman, so ein altes Ehepaar hier, die sich wirklich hier von vorne bis hinten ziehen. Also die arbeiten Hand in Hand zusammen, definitiv. Aber natürlich hier Funky und natürlich Norbert dasselbe in später. Da steht auch wieder einer etwas neben der Strecke. Das ist der Death Racer, der da natürlich da die Strecke auch nicht ganz bekommen hat, ja. Ja, die Mittelmotoren können kein Vollgas, können hauptsächlich nur Kurven fahren. Das ist natürlich richtig. Und Monster hat ja natürlich ja heute nicht so viele Kurven. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kurven. 9 Kurven müsste, glaube ich, Monster haben hier. Ich habe das unten gar nicht eingetragen. Ich habe auch nicht nachgeguckt. Aber ihr seht ja hier, wie Funky und natürlich Nobitz hier am Bunto vorbeizerren. Bunto kommt dann natürlich hier. Wo haben wir denn hier? Gehen wir mal von hinten. Gucken wir mal. Versucht sich jetzt natürlich ein bisschen ran zu pushen, ja, ein bisschen auch mit Windschatten, ein bisschen mit arbeiten, ja. Ja, manchmal verbringen die auch Zeit miteinander. Ja, das glaube ich auch. Melissa, das glaube ich. Ich kenn's. Sagt meine Frau auch immer. Du verbringst deine Zeit mit MB1 mehr als mit mir. Ja, ist meistens so. Erst recht, wenn es jahrelange Zockerkollegen sind, ne? Mit MB-Iceman ist das ja bei mir genauso wie bei euch hier mit Droste und mit Batman ist das eigentlich genau dasselbe. Schon jahrelang Zockererfahrung miteinander und immer jeden Scheiß mit ihm macht. So, Bunto hat nicht ganz gereicht, jetzt hier dran zu bleiben im Windschatten. Gucken wir mal onboard, gucken wir mal rein hier in den Deibel. Den habe ich noch nicht von innen so gut beobachtet. Ja, ein paar gute Knöpfe hat er ja natürlich schon. Ein Rot und ein Grün. Niemals den roten drücken, da steht auch off drauf. Soll ich da mal drauf drücken? On, off? Ja, drücken Sie doch mal drauf. Ja, der geht. Das ganze Wochenende rege ich mich auf und der geht. Aber heute geht nicht ganz hier. Der Renault hier beim Bundo. So. Demzufolge sind wir mal gespannt, wer kommt hier als letztes über Startziel. Reicht das? Nochmal für eine Runde für Drossel Batman sollte normal reichen. 14:40. Das reicht doch mal. Wer ist der Nächste? Wer ist der Letzte, der hier nochmal eine gezeitene Runde drehen darf? Weil ab 15 Minuten ist Schicht im Schacht. Alle, die nach 15 Minuten über Startziel fahren, dürfen nicht mehr. So, jetzt haben wir natürlich den Gosforst. Der darf nicht. Ja, nee. Knappes Ding darf normal nicht mehr. Und alles, was da hinten kommt. Phoenix darf nicht mehr zu Ende fahren. Gosforst normalerweise. Halbes Sekündchen. Aber ich denke mal, er fährt noch mal zu Ende. Da kann man noch mal ein Auge drüber werfen. Demzufolge Phoenix darf somit nicht mehr neu beginnen. Der Rest fährt zu Ende. Fidelity stellt sich dahin. Und somit die letzten drehen hier noch mal ihre Endrunde. Gosforth aktuell auf der 7. Gosforth fährt auch nicht mehr zu Ende, bleibt somit draußen. Speedy, Moinsen.
und schönen guten Abend. Nombits auf der Runde. Die dürfen noch zu Ende fahren. Die letzten fahren natürlich zu Ende. So, Phoenix war natürlich hier der letzte im Bunde, der zu Ende fahren durfte. Die nächsten fahren natürlich jetzt hier alle Richtung zweiten Sektor. Auf geht's, Goschi. Gib Gummi. Und hoffentlich nur Gummi auf der Strecke und nicht Gummi auf der Leitplanke. Sind wir mal gespannt hier. So. Demzufolge, die letzten drehen ihre Runde noch zu Ende und somit haben wir natürlich hier den Droste hier auf Platz Nummer 1 aktuell. Ansage von Droste, alle bitte in den zweiten Sektor fahren. Und somit sollten, ja, alle sollten fahren. Demzufolge gucken wir uns nochmal die Echtzeittabelle an hier. Demzufolge hier haben wir den Droste hier auf Platz Nummer 1 hier. Gefolgt hier von Batman auf der 2, Funky auf der 3, Nombits auf der 4, David auf der 5, Fidelity auf der 6, Goshforce auf der 7, Phoenix 8, Sascha 9, Meet Georgie auf der 10, Flash auf der 11. Dann Bunto auf der 12, konnte sich nochmal verbessern. Paul 13 und Deathraiser hier auf der 13, 14 ja aktuell. So, demzufolge alle in den zweiten Sektor rein. Und Gemülle bereitet hier mal vor. Wo haben wir's? Da haben wir's. Sind wir mal gespannt. Gleich sollte es hier auch losgehen. Ja, wo stehen sie denn hier? Sie ja gehen. Hallo. Ach da. Hier stehen sie da alle parat hier. Alle. Ah, Zeitstrafen da, genau. Jetzt geht's los hier. Also push the button hier. Let's get ready to rumble! Und los geht die wilde Fahrt hier auf Monza ohne Schikane bei den Sofa-Weißer hier. 37 Runden geht's jetzt hier. Hackengas mit Durchfall. Ich hoffe mal mehr Hackengas ohne Durchfall. Sind wir mal gespannt hier. Auf geht's hier. Hoffentlich kommen wir alle weg. Hoffentlich haben wir hier kein Bug oder sonst was. Wie gesagt, wer Startbug hat, bitte sofort umgehen, die Strecke verlassen. So, Ampeln sehe ich natürlich wieder nicht. Doch hier oben sehe ich eine, aber die wird nicht angezeigt, oder? Wird die angezeigt? Ja, also. Einmal rot. Und grün geht's. Und los geht die wilde Fahrt. Und alle kommen sehr gut weg. Hinten hat natürlich einer ein leichtes Problem am gleichen Quersteher gehabt. Aber erstmal jetzt hier alle in den Windschatten. Erstmal die Strecke breit nutzen hier. Droste und Batman natürlich gut weggekommen. Sehr gut weggekommen. Und ein Impro. Ihr seht natürlich Impro hier natürlich hier im Viererduell. Und wollen natürlich jetzt hier alle irgendwo rein. Da gibt es die erste Berührung. David, da fliegt natürlich der nächste ab. Sascha ist da, glaube ich, abgeflogen, so wie es ausschaute. Der, ja, Sascha mit den Audi hat sich da verabschiedet. Da gab es eine leichte Berührung. Gucken wir gleich rein. Ja, aber erstmal kurz die erste Runde angucken. Droste auf der 1, Batman 2, Funky auf der 3, David auf der 4, Fidelity auf der 5, Goshforce auf der 6, Phoenix auf der 7, Nombits auf der 8, Flash 7, Deathraiser auf Platz 11, Bunto, Deathraiser 10, Bunto 11, Paul auf der 12, Georgie auf der 13 und Sascha hier mit Frontschaden plus Zeitstrafe oben auf dem Dach auf Platz 14. Warten wir nochmal die erste Runde ab und dann gucken wir uns gleich nochmal die Wiederholung an. Da gab es natürlich, ich konnte natürlich schon leichte Berührung sehen zwischen einem Impro-Fahrer und natürlich ein KBTV-Fahrer. Aber konnte jetzt nicht direkt sagen, wer da jetzt involviert war. Und dann hat natürlich der Sascha dann natürlich auch noch den Schlag bekommen und dann lag er dann irgendwo im Drecke. Und natürlich Flip. Servus. Und ach, mein Schätzele. Schatz, ich hab mich gar nicht gesehen, die habe ich überlesen. Das musst du erstmal verbinden miteinander. Musst du erstmal. Kannst du nur über PC verbinden, deinen Account über Amazon Prime. Nur mal so als Information, ja. Hätte ich dir vorher sagen sollen. So, jetzt natürlich hier weiterhin Batman auf der 1, Rossi 2, Funky dahinter auf der 3, noch direkt daneben. Beziehungsweise dahinter, jetzt natürlich Zeitstrafe da auch zu sehen. Jetzt natürlich Droste gegen Batman.
duellieren sich natürlich da auch, gibt natürlich auch ein bisschen David dahinter, Fatality dahinter, dann haben wir ein bisschen Luft dazwischen auf der 6 natürlich hier, der führende, der Gosh Force mit seinen Teamkollegen Phoenix und da hinten ist der Norbitz und der Flash am Start. Ja, Schatz, das mache ich dir nachher. Das mache ich dir natürlich dann nachher. Fertig. So, gucken wir mal. So, die erste Runde ist natürlich passé. Wir gucken uns das mal kurz an mit dem Sascha hier. Sascha war natürlich in der Box gewesen. Gucken wir uns mal an, was war gewesen. Was war passiert hier überhaupt? Gucken wir mal, bleiben wir mal drauf hier. Hier sah alles gut aus. Gucken wir uns mal einmal die Wiederholung an. Hier vorne gab es natürlich schon leichte Reibereien. Norbitz da schon im Dreck gestanden. Fährt da ein bisschen weit raus. Ah, Sascha dreht sich selber weg. Bleibt da auf dem Dreck stehen und dreht sich somit weg. Also keiner involviert bei ihm, hat er sich selber weggeschossen. Kevin, ja, wow. Sofa bleibt Thema des Abends, wie es scheint. Ja, definitiv. Ja, Schatz, immer schimpfen. Du schimpfst doch immer mit mir. Fast immer. Aber ich sag mal so, natürlich, das vordere Fahrerfeld hat sich natürlich noch nicht ganz auseinandergelebt. Die ersten fünf sind noch relativ dicht zusammen. Fidelity mit 0,5 Sekunden hinter den David. Und dann haben wir aber ein bisschen Luft. Dann da hinten natürlich hier auf der 6 geht es jetzt rund. Phoenix gegen den Gosh Force im Windschatten. Wird hier auch nochmal angesetzt. Schauen wir mal, ob es natürlich reicht hier. Und dumme Frage. Grazie, Prost. Ja, dann können wir doch nur alkoholfrei trinken aktuell. Deswegen gibt es gar nicht, leider nicht mit Bierchen anstoßen heute. Leider nicht. So, wie sieht es weiter hinten aus? Flash auf 9. Phoenix, da ist er. Flash auf 9. Paul auf der 10. Dann hat sich das Fahrerfeld hinten noch ein bisschen auseinandergelebt. Mundo auf 11. Deathracer 12. Georgie auf 13. Und Sascha auf der 14 war natürlich in der Box. Musste seinen Schaden beseitigen, hat natürlich eine Zeitstrafe von 1,6, aber die ist aktuell egal. So, Batman natürlich hier kann noch nicht ganz so weit wegkommen. Der Drosse, oh jetzt hier natürlich hier die ganzen Impro-Jungs auch da mittendrin, ist dazu dabei. Ja, es ist bloß die Frage, wer hat hier die Nase vorn? Kovetz, nur Kovetz Modus, außer ihr Funky. Der sitzt hier im Sandwich. Im Sandwich mit seinem Hyundai. Muss aufpassen hier. HM vor ihm, hinter ihm natürlich Impro. Und dann hier KBTV nur alleine unterwegs hier. Ja, muss er sich natürlich hier behaupten. Sind wir mal gespannt, ob er denn hier da eine gute Position machen kann. Und natürlich der Horsch hier. Servus. Ja, der Hyundai verhungert. Der kommt da nicht ganz ran. Aber bleibt dran. Kommt zwar nicht vorbei. Aber ihr seht es, der David jetzt natürlich schön im Windschatten-Duell hier. Ja, die Corvette natürlich hier gut overpowered. Ah, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Leichte Berührung gegen Funky. Aber David ist natürlich ein guter Fahrer. Der sieht das, der kann das. Und somit hier schön das Kotzbär-Sandwich. Ja, da macht Funky auch, macht's aber gut. Kann sich gut halten hier. Natürlich da hinten Phoenix und Gosh Force mit Impro natürlich auch noch. Kommt da auch so voll langsam näher, aber da kommt natürlich ja der Nächste. Der Nächste von KBTV, der natürlich da vorbei möchte. Aber schwierig, schwierig, schwierig da aktuell hier. Da ja, der Windschatten ist natürlich ja nicht gerade so berauschend. Da muss ja dann Camillo natürlich das nächste Mal vielleicht eine bessere Strecke auswählen. Genau, mach das. Minjabas, macht das, viel Spaß, grüß schön und rock da mal ein bisschen. Macht da Stimmung rein, ja. Hup, hup, hup. So, vorne ist natürlich noch Highlife in Tüten. Da ist noch nichts geschrieben hier. Batman und Drosse pushen sich gegenseitig, dann ist ein bisschen Luft hier. Funky hat ein bisschen Zeit verloren hier auf die Führung da vorne, aber der David stramm dahinter, aber Funky macht sich natürlich breit. Muss mal ein bisschen Kotze rausschmeißen. Vielleicht rutscht er da aus hier, der David. Ah, ist eng. Wie sieht es hinten weiter hinten aus? Gosh Force hier gegen Phoenix, beziehungsweise mit Phoenix. Und Norbitz da hinten dran.
auch nochmal schönes Dreierduell. Flash hier auf der 9, Luft nach vorne und nach hinten. Da ist erstmal Ruhe. Dann kommt natürlich der Paul. Ist er natürlich auch mit Bunto unterwegs. Können sich jetzt langsam auch wieder zusammenfinden. Dann haben wir natürlich hier den Death Racer auf Platz Nummer 12. Aktuell auch allein unterwegs. Luft nach vorne und nach hinten. Georgi dasselbe in Spee und Sascha in Doppelspee. Muss er versuchen, irgendwie ranzukommen, der Sascha. Aber aktuell, ja, hat er einen Boxenstopp überflüssig gehabt. Sind wir mal gespannt, wie nah er noch rankommt. Ob er da überhaupt noch rankommt oder ob er da hinten erstmal bleiben muss. Aber ich denke mal, wir warten auf den ersten Boxenstopp. So, gehen wir mal bei den Umbits rein. Ja, gucken wir uns das mal ein bisschen onboard an hier, wie es natürlich aussieht. Kann man hier schön im Rückspiegel gucken. Ja, nicht ganz so schön, aber muss ich ein bisschen rüberdrücken. Dann sieht man ja hier das leichte Sandwich. Da hinten sieht man leicht im Rückspiegel natürlich die Impro-Jungs. Und hier noch, trotzdem schmeißt er noch ein bisschen Dreck hier. Jetzt muss der Funky vielleicht noch einen Scheibenwischer anmachen. Die Fliegen kommen da immer mehr drauf auf der Scheibe. Er kommt nicht ran. Er kommt einfach nicht ran da mit der Hütte. Ja, jetzt behindern sie sich ein bisschen. Trosse kam da ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen hier mit verheddert hier mit den Batman. Da konnte natürlich der Funk jetzt näher rankommen, aber es reicht hier absolut nicht hier für Funky. Es reicht nicht, da ranzukommen oder irgendwie vorbeizukommen. Und hinten kommt er schon wieder die Impro-Jungs. Die sind auch wieder dran. David und Fidelity. Was macht der Funky? Der muss da irgendwo, muss er eventuell hoffen, dass natürlich der Trosse vielleicht einen Fehler macht, wo er dann reinstechen kann. Aber wie ihr wisst, natürlich ist das so mit den Fehlern hier an der Spitze dann immer so ein Problem. Die machen meistens keine. Und wenn, dann reicht's nicht. Wenn, dann reicht's nicht. So, gucken wir mal auf 5 hier beim Fidelity. Gucken wir uns das auch mal von Onboard an. Was macht er hier? Gucken wir gleich mal auf die Spitzenzeit gleich. Nach hinten sind natürlich 5,4 Sekunden. Ja, da verliert er jetzt ein bisschen Zeit. Muss er versuchen, da nochmal im Windschatten sich ransaugen zu lassen. So, jetzt der Hackengas. Und gucken wir mal, sind wir mal gespannt hier. Wo hier das Tempo bleibt, beziehungsweise Maximalgeschwindigkeit. 2,73 vorne beim Batman. 75, 80. Da auch 80. Ja, Funky, der ist schon, ja, 2,90 macht da der Funky. Knappe 2,90, dann ist aber auch schon wieder Rille. Dann ist natürlich schon die Drehzahl begrenzt erreicht. So, was macht Trosse? Vorne tauscht nochmal hier mit Batman. Na, ja, ist ein enges Ding. Da wird auf 4 dahinter. Sitzt da auch fest irgendwie, kommt auch nicht ran. Vielleicht warten die auch nur. Vielleicht setzen sie sich nur hinten dran und sparen somit ein bisschen Sprit und Reifen. Wäre natürlich auch eine gute Alternative. So, hinten natürlich hier haben wir natürlich Phoenix und Goschfors. Da kommt Nobitz natürlich. Jetzt kann er denn hier jetzt? Kann der Nobitz? Kommt er jetzt vorbei? Nein, da geht es in die Kurve. Drückt wieder nach vorne. Reicht hier absolut nicht. Aber jetzt hier leichte Berührung. Aber da ist er durch. Da ist er durch. Der Nombitz, da hat er hier einen Goschfors erstmal kassiert. Erstmal. Aber Goschfors kann jetzt hier. Oh, guck mal, ihr seht es da, wie er sich hier gleich wieder ransaugt und wieder vorbeizieht. Es ist doch nicht normal. Die Corvette hier so overpowered, jetzt natürlich nur mit einem besseren Bremspunkt. Bisschen später gebremst, somit bleibt Goschfors dahinter. Aber jetzt natürlich geht's rund. Jetzt kann der Goschfors aber hier sich ransaugen. Guck mal, wie er jetzt gleich hier sich ransaugt. Es geht raus aus der Linie und dann hier auf geht's vorbei und zieht da locker flockig vorbei. Hier am Nürnberg hat er natürlich hier so ein leichtes Problem. Ja, umso weniger Kurven, da weiß man ganz genau, welche Fahrzeuge hier wirklich Power und am Arsch hat. Aber Nobitz kann jetzt natürlich hier auch noch mal ein bisschen versuchen anzugreifen. Reicht das oder reicht das nicht? Nee, geht früher auf die Bremse. Somit muss er doch wirklich warten, bis hier irgendwo ein kleiner Fehler passiert.
Dasselbe in Spee ist natürlich vorne. Frost jetzt natürlich ein bisschen beziehungsweise hat sich ein bisschen abgesetzt. Batman macht ja ein bisschen den Blockierer. Versucht er natürlich jetzt hier jemand den Drossel vorne wegfahren zu lassen. Frost natürlich jetzt schon 0,6 weg. Genau, Paulke natürlich, gehen wir mal nach hinten durch. Guck mal nach hinten, Phoenix hier auf der 6, Grosch vor 7. Da kommt der Norbitz nochmal, versucht's. Setzt sich dahinter, reicht nicht. Also nächste Runde, neues Glück. Paul natürlich hier auf der 9. Dahinter sein Teamkollege, der Bunto, der natürlich hier mit 1,9 Sekunden dahinter sitzt. Da ist natürlich... Sah natürlich hier aus wie Platzwechsel, war aber nicht. Bunto immer noch hinter dem Paul. Flash auf 11. Ah, Flash hatte Fehler gehabt. Da war doch was. Sehen wir das noch? Ne, sehen wir nicht mehr. Da war doch der Platztausch gewesen. Stimmt, da war was. Flash hat sich da einen Schaden vorne geholt. Geht jetzt natürlich erstmal weit außen. Ich denke, man wird jetzt auch hier gleich in die Box reingehen. Ja, geht rein. Das war's. So, Deathweiser auf 12. Auch mit Frontschaden. Geht auch in die Box. Georgie fährt weiter ohne Schaden. Sascha auch unterwegs. Hat seine Zeitstrafe da fast abgebaut. Nur noch 0,7 drauf. 1,38 fährt er aktuell mit freier Fahrt. Also kommt er hier mit den Audi hier nicht ganz auf die Zeit. Das sind schon mal 2 Sekunden Unterschied, ne? Wenn man das mal so mal betrachtet. Und Sascha hat hier freie Fahrt. Sein Teamkollege jetzt vorne auch mit raus. Was fährt Flash? Flash fährt ja, 37er Zeiten. Also auch 38, aber waren zwei 37er sind mit drinne gewesen. Und vorne fahren sie alle standardmäßig 36 Sekunden. Ja, 36er Zeiten, 37er Zeiten. Alles im tiefen Bereich. So, Droste konnte sich da vorne natürlich absetzen. 1,7 Sekunden. Ja. Batman macht weiterhin den Blockierer. Haben wir das nie gesehen? Ah, da war ja was. Sehen wir da noch was? Nee. Sehen wir nicht mehr. Schade. Leider kriege ich alle Überholmanöver nicht rein. Das geht hier ein bisschen zu schnell hier. Ist bis die Frage. Ja, nee, haben wir nicht mehr gesehen. Schade. Somit Funky raus aus dem Sandwich. Gab wohl eine leichte Berührung. Aber ohne Schaden aktuell. So wie es ausschaut. Batman Schaden? Nein. Aber David jetzt hier. David jetzt direkt dahinter. Jetzt nur noch hier Kovetz hier vorne an der Führung. Haben wir denn hinten noch Kovetz sitzen? Ja, hier. Groschfors und Impro. Und Phoenix. Die schieben sich natürlich jetzt auch gegenseitig. Und hinten ist dann aktuell keine Kovetz mehr zu sehen. Ja, oder? Doch hier. Georgie. Ochi macht auch nochmal mit Corvette und natürlich Sascha. Und Deathweiser war jetzt auch nochmal eine Box. So, sind wir mal gespannt. Ich denke mal, das wird hier eine Einstopp-Strategie mal wieder. Und Midox, servus, grüß dich. Aller Saftsack. So. Gucken wir mal. Fidelity natürlich auf 4. Sind wir mal gespannt hier, wann der erste Boxenstopp kommt. Aber das dauert noch. Das dauert ja noch. Die großen Boxenstopps, die offiziellen, das dauert noch. Die alle halb vollen Tank. Die können ja noch ein bisschen. Warum wird's auf 8? Versucht er jetzt wieder ranzukommen. Ja, man merkt, man kennt sich länger. Definitiv. Definitiv. Auch wenn wir uns nicht so lange kennen würden, wäre mir das auch wurscht. Würde ich trotzdem sagen. Da bin ich nicht so. Wir sind doch alle eine Familie hier in der Gran Turismo-Szene, auf Deutsch gesagt. So, Funky natürlich, guck mal, gucken wir mal an. Wo ist er denn? Da hinten hat er natürlich jetzt auch wieder Zeit verloren. Warte mal, warte. Seht man das hier? Wo er hier Zeit verloren hat. Ne, sehen wir leider nicht mehr. Schade.
war da gerade noch knapp dahinter gewesen. Muss wieder irgendwo ein kleiner Fehler gewesen sein. Ja, jetzt tut sich das Fahrerfeld natürlich ein bisschen auseinanderziehen, außer vorne ja die Spitze. Na, hoffen wir mal, dass es bis zum Schluss so bleibt. Rosse verliert aber auch wieder Zeit. Hat natürlich auch wieder irgendwo einen Fehler gehabt, weil Batman ist wieder da. David ist wieder da. Und natürlich Fidelity ist auch wieder da. Oh, ja, guck mal, ja. Naja, ein bisschen das Abkürzen kennen wir hier, ja, ne? Also hier sind doch schon, die Zeitstrafen sind schon ein bisschen höher. Genau, einer für alle, alle für die Wurst. Oder wenn ich jetzt eine Bulette hätte, würde ich mir ein Haus draus bauen. So, gucken wir mal nach... Oh, warte, halt, stopp, hier war was. Ja, Batman versucht jetzt vorbeizuziehen am Drosse. Geht in den Windschatten, geht vorbei. Und David setzt sich da auch wieder dran. Hinten hatte natürlich hier The Fidelity natürlich auch einen Fehler. Der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Nur noch David hier der einzige. Droste von. Ah, guck mal, wie die hier die Plätze tauschen. Die wissen ganz genau, wie es funktioniert. Aber der David lässt sie nicht lumpen. Gibt da hier Vollgas. Versucht da eventuell auch noch vorbeizuziehen. Da bleibt noch aktuell noch stramm dran. Der einzige Verbliebene hier. Vom Fünfer-Duell. Nombitz, Funky natürlich hier ein bisschen luftsparend. Groschforce an Phoenix vorbeigezogen. Und da hinten natürlich jetzt hier der Nombitz. Wieso kriegst du schon wieder Bauchschmerzen? Ich sag da gar nichts. Ich sag da gar nichts. So. Nombitz, gib alles! Wie sieht es hinten aus? Hinten ist das Fahrerfeld relativ auseinander. Jeweils eine knappe Sekunde. Knappe Sekunde sind die untereinander weg. Aber hier kommt natürlich der Nombitz gerade nicht ran. So, jetzt hat er seine Zeitschraube auch abgebaut. Oh, jetzt versucht er. Aha! Jetzt hat er es versucht. Gott sei Dank war der Ghost-Modus drin. Gott sei Dank, weil sonst hätte sie knallt. Sonst hätte es definitiv geknallt. Sonst wäre Feierabend gewesen für die beiden, ja. So, auf der 8 Nombitz, Paul natürlich hier auf der 9, Bunto auf der 10. Kommen sie natürlich auch nicht ganz nah genug ran, da ist natürlich erstmal richtig Luft, aber sagen wir so, es sind ja nur 30 Sekunden bis zur Führung vorne. Kann man schon machen. Georgie auf 11, Sascha auf 12 vorgefahren. Und natürlich der Flash hier auf 13, Deathracer auf der 14. Batman natürlich jetzt wieder vorbei hier am Droste. Und David bleibt standhaft hinten dran. Und natürlich Fatality kommt langsam wieder ein bisschen näher. Nur noch 1,6 ist er dahinter. Hinter seinen Teamkollegen. Ja, Midox, das machen wir. Schnacken wir mal an der Party. Da ist, glaube ich, das ist besser, als wenn wir das ständig schreiben. Da können wir dann nochmal ein bisschen gucken, ein bisschen luschern. Und das nochmal ein bisschen abschnacken, wie wir das am besten machen. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. So, Batman jetzt ja natürlich. Luft. 06. So, Droste natürlich. Ja, die Sonne blendet hier ein bisschen so bescheiden. David versucht es, aber kommt da noch nicht nah genug ran. Oh, guck mal, ja, wie so Droste. Guck mal, wie Droste sich wegzieht. Obwohl selbe Fahrzeuge sind, Droste kann hier doch sich absetzen hier vom David. Der kommt da gar nicht ran. Weiß nicht, ob er das sehen konnte, wie er natürlich der Droste hier sicher. Der Abschnitt. Oh, jetzt leichte Berührung. Batman gleich. Oder der Platztausch hat nicht ganz so funktioniert. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Hat es nicht ganz so funktioniert wie sonst auch immer. Sonst gleich wäre die Chance gewesen, dass David da hätte vorbeiziehen können. Gucken wir mal, sehen wir das nochmal. Können wir das nochmal anluschern hier? Nee. Also spät auf das hier drückt, ja. Aber möglich ist es. Möglich ist es.
Jetzt ist bloß die Frage, was macht David? Er sieht das, er merkt das, dass die Fahrer da vorne natürlich ein bisschen nervös werden. Man merkt es natürlich auch an den Reifen, die Reifen gehen noch langsam, werden langsamer. Sollte man theoretisch ein bisschen jetzt was merken. Sind wir mal gespannt hier. Was der David macht, ob er da rankommt. Was ist mit Vitality? 1,4 Sekunden, kommt ein bisschen näher, ein bisschen, aber kann auch seine Zeitschraube nicht so richtig abbauen. Funky natürlich jetzt mit 2,6 Sekunden kommt da jetzt auch nicht mehr ran, auch wieder einen kleinen Fehler gehabt. Goshforce kann sich absetzen hier an seinen Teamkollegen, an Phoenix. Nombitz natürlich weiter noch im Nacken hier vom Phoenix. Aber wie ihr wisst, bekommt der Hyundai hier natürlich hier keinen richtigen Windschatten und kommt hier auch nicht so richtig in den Puschen. Gucken wir mal, bleiben wir mal drauf. 03, 04, 05. Ja. Kann er nicht mithalten. Da muss er wirklich nah genug dran. Da kommt er nicht ran. Da kommt er nicht so wirklich ran. Das ist natürlich der Nachteil hier. Ist jetzt hier gerade, hier leckt, sehe ich gerade. Warum auch immer. Überboden. So, David, was machst du? Bleib weiterhin dran, ja. Ja, die Spitze ist natürlich jetzt heiß begehrt. Was haben wir hinten? Haben wir hier. Paul und GT Bundo. Bundo kommt jetzt langsam näher. Nur noch 0,9. Vielleicht machen die hier auch gleich nochmal einen Platztausch, die beiden Teamkollegen. Sind wir mal gespannt hier, was da kommt. So, der restliche Fahrer wird dann, das Ruhe. Und da kommen wir gleich zur ersten Überrundung. Da vorne ist schon der erste zu sehen. Das sollte hier sein, genau, der Sascha. Sascha war wieder in der Box. Ob da jetzt ein Schaden war, weiß ich nicht. Wir sind in der 15. Runde von 37. So, schauen wir uns mal an, ja. Dieselbe Methode. Gucken wir mal, ob es jetzt hier funktioniert. Kommt Batman jetzt innen vorbei vor der Schikane? Oder gibt es hier wieder einen kleinen Fehler? Gehen wir mal auf David rauf. Ne, bleiben diesmal dahinter. Da gibt es jetzt erstmal keinen Platztausch hier mehr. Ja, mir merkt, der letzte Platz, das war ein bisschen scheiße. Hat nicht ganz so funktioniert. Sascha wäre fast noch vorbeigezogen, aber hat gerade noch gereicht. Sind wir mal gespannt, ja. So, wie sieht es hinten aus? Fatality auf 4. Hat immer noch seine Zeitstrafe da oben drauf. Ja, die 2-7 kriegt er in die Ecke. Und dann machen sie natürlich hier vorne ein bisschen wieder Platztausch, oder? War es ein Versuch? Nee. Waren gerade nebeneinander, haben die Strecke erstmal ein bisschen blockiert, dass der David gar nicht hier versuchen kann, hier vorbeizuziehen. Aber David verliert jetzt gerade ein bisschen Zeit. Little bit. Goshforce auf 6, Phoenix auf 7, Luft da vorne hin. Nombitz natürlich jetzt weiterhin hinter Phoenix noch, aber kommt da nicht so wirklich ran. Bleibt nur dahinter, kann nur hoffen, dass eventuell Phoenix einen kleinen Fehler macht. Und Nombitz ihn da hier so kassieren kann, aber so offiziell kommt er da nicht vorbei. Da wird noch wesentlich mehr Sprit an Bord. Ja. Ja, ja, er hat mehr Sprit drin, ne? Definitiv. Aber ich sag mal so, wenn die Reifen einbrechen, bringt ja auch der Sprit nichts. Aber Reifenverschleiß ist relativ gleich bei den dreien hier. Da sehe ich keinen Unterschied. Fidelity. Minimal vorne rechts weniger Verschleiß. Also ein kleinen Tick besser. Aber ich sag mal so, was kann David jetzt machen? Was kann er machen? Der kann ja theoretisch ja nur dranbleiben. Dranbleiben. Und abwarten. Und dann eventuell in den letzten paar Runden da eventuell hier angreifen. Ja, der Stopp ist vielleicht ein bisschen schneller. Ja. Ja. Ja.
Theoretisch, es kommt aber drauf an, vielleicht, wenn der, da muss aber rein, da muss aber mit denen reinfahren. Da muss er gleich mit denen reinfahren, weil sonst bringt ihn das nichts. Dass er mehr Sprit an Bord hat. Wenn die vorne reinfahren, muss er mit rein, dass er dann kürzere Zeit hat zum Tanken. Ansonsten, wenn er noch eine Runde weiter draußen bleibt, verliert er die Zeit auf der Strecke. Weil die anderen beiden dann natürlich mit besseren Reifen unterwegs sind, haben natürlich einen kleinen Vorteil. Aber sind mal gespannt, wir warten ab. Wir warten ab, was kommt. Don Camillo hat sowieso keine Ahnung von Strategie. Der fährt immer los und wartet einfach, bis irgendeiner von dem vorderen Mann, den er kassieren möchte, eine Box will. Und dann fährt er einfach rein mit. So, gucken wir mal nochmal. Selbes Spiel. Batman geht jetzt innen vorbei oder bleibt dahinter? Ah, er bleibt dahinter. Die haben gelernt. Die wollen das nicht nochmal machen. Die wollen Don Camillo nicht die Chance geben, mir das zu kommentieren, wenn sie ihren kleinen Fehler machen. Und David da vorbeizieht. Ja, jetzt wird ein bisschen geblockt. Little bit. Sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Die erste Boxenstopp natürlich wird jetzt sehnsichtlich erwartet. Wie sieht's hinten aus? Phoenix muss gleich in die Box. Funky auch, weniger Sprit an Bord. Gosh Force spart natürlich wieder. Der kommt da ein bisschen besser zurecht, hat natürlich auch mehr Sprit an Bord als sein Teamkollege, als Phoenix hier. Aber der muss, Phoenix muss ja auch kämpfen. Phoenix muss kämpfen gegen die Nombits. So, gucken wir mal. Wir sind schon am Start hier. So. Ja. Na, komm her. Ja, Norm ist gerade einen kleinen Fehler gehabt, ein bisschen weit rausgekommen, ja? So, wie sieht es vorne aus? Da traut man sich fast schon gar nicht wegzuschalten, aber wir müssen auch mal nach hinten gucken. Fatality immer noch 2-1 auf dem Devil. 1-3 oben auf Funkys Dach. Goschford auf der 6, Phoenix auf der 7, Nombits auf der 8. Paul auf der 9. Bunto muss jetzt in die Box. Paul geht auch rein. So, hat natürlich Bunto hat irgendwo Zeit verloren, weit nach hinten gefallen. Georgie auf der 11 fährt weiter. Dreht noch eine Runde, Flash. War natürlich schon vorher mal in der Box gewesen. Fährt jetzt auch erstmal weiter, deswegen ist er auf der 13 und war auch in der Box und Sascha dasselbe in Spiel. Hat jetzt hier aber eine Überrundung im Hause stehen. Wenn ich das nochmal erleben darf, dass ich das nochmal erleben darf, dass der Sascha überrundet wird. Das ist für mich ein Highlight. Das ist für mich ein Highlight zu sehen, dass der Sascha mal in seinem Leben überrundet wird. Kenne ich sonst von ihm nicht. Er ist sonst derjenige, der überrundet. Oh, hin gehen sie rein. Rosse, Batman drinne, David drinne. Das war klassischer, aber da muss man noch mal reingucken. Da muss man noch mal reingucken. War das gewollt gewesen hier von David? Das war ein spontaner Einschlag. Ja, geht mit rein. Ja, so wollen wir das sehen. Das war jetzt natürlich taktisch. David hat aufgepasst. Trotzdem bleibt draußen. Nombits ist auch draußen geblieben. So sind wir gespannt, Batman. Wird mir natürlich schon angezeigt, dass der getankt hat. Alles klar. David raus. Batman raus. Ah, war natürlich wieder ein Bug gewesen hier. Anzeigebad. So, David natürlich jetzt 2,8 Sekunden Vorsprung. Konnte er sich durch Tanken rausfahren. Und somit hier hat er den Batman erstmal abgekocht, auf Deutsch gesagt. Batman mehr getankt oder bleibt er gleich? Ja, Batman noch sogar noch ein bisschen mehr getankt. So, Nombits wird, denke ich mal, auch gleich reingehen. Was macht Droste? Was macht Droste? Geht jetzt, wo wir da reingehen? Sind wir mal gespannt. Hat den Sascha überrundet jetzt.
So, Droste, rein in die Luke. Genau. Geht rein. Mumbitz. War da irgendwas war da gewesen? Warum hat er so. Ah ja. Hat er so viel Zeit verloren? So, Mumbitz geht jetzt auch rein. Oder? Geht jetzt hinterher? Nee, dreht er noch runter. So, da kommt David. David und Drosten. Wo ist Drosten noch in der Box? Kommt David vorher raus? Beziehungsweise kommt er. Kommt. David fährt David vor Droste, so rum. Jetzt Droste raus, da kommt David. Droste aus der Box, David dahinter. Reicht nicht, oder? Doch, jetzt kommt er mit dem Überschub. Jetzt hat er den Überschub hier. Oh, er wollte Droste noch ein bisschen die Tür zu machen, aber jetzt hat David hier den großen Überschub und kommt somit vorbei. Also hat es funktioniert. Bloß keine Fehler machen. Wie sieht das aus hier mit Droste spritmäßig? Wo ist er denn? Da. Er hat ein bisschen weniger. Der David hat ein little bit weniger drin als die anderen beiden. Aber warum haben die so viel Zeit verloren? Irgendwas muss doch passiert sein. Warum so viel Zeit? Aber Drosse ist trotzdem. Auch trotz einer Runde länger draußen, da muss er ja richtig schnell gewesen sein. Das Batman hat natürlich jetzt schon über 3 Sekunden Rückstand hier auf David. Ja, hat kürzer gestanden. Ja, erstmal schönen guten Abend, Andy, USA Andy. Hat kürzer gestanden, ja. Aber wenn man sieht, Droste hat auch ein bisschen länger gestanden. Matrost hat jetzt 3, Batman 4. Sprit ist relativ gleich und trotzdem 2,3 Sekunden. Da muss ja der Drossel noch mal in der letzten Runde, bevor der Box ist, ja, da muss er noch mal 2 Sekunden gut gemacht haben. Theoretisch. Ah. Man wird nicht immer schlau bei Gran Turismo. Man wird nicht immer schlau draus. Genau, David ist natürlich die ganze Zeit im El Boletto, wenn ich jetzt dich sehe. Ach, kommt mal wieder mein Spruch wieder im Kopf. Wenn ich jetzt eine Bulette hätte, würde ich mir ein Haus draus bauen. Kommt, ah, Junge, Junge. Ja, definitiv, definitiv. David konnte durch den Windschatten viel Sprit sparen, sehr viel. Aber jetzt hat sich das Fahrerfeld natürlich jetzt schön erstmal ein bisschen gezogen, jetzt das vordere Feld. So, mal gespannt hier. Funky auf 5, Fatality auf der 4 aktuell. Grosch Force auf der 6 hier. Ja, schickst du mir, ja. Aber ohne Witz, ne? Bei mir im Merch Shop habe ich sogar so den Spruch drin. Wenn ich jetzt eine Bulette hätte, ist bei mir sogar im Merch Shop drin. So, gehen wir nochmal durch. Jetzt haben wir erstmal kurz, denke ich mal, ein bisschen little bit Ruhe. So, David auf 1. Droste auf 2. Batman hier auf der 3. Fatality auf der 4. Ach komm, weil es so geil ist, einfach mal nochmal. Einfach nur mal für den Fatality. Einmal nochmal. Komm, einmal geht noch. Fatality. Genau, Fatality. Einmal hier für Fatality. Weil ich den Zaun natürlich habe und du gerade bei mir in der Lobby bist, definitiv kriegst du den mal kurz reingeknallt, ja. So. Hat der jetzt hier Lichthupe gegeben? Nochmal eine Illusion. Sieht man da was? Habe ich jetzt nicht gesehen. Hört der schon wieder mit hier? Ah, nee, das ist nur. Das Licht ist das nur. So. So, Funky auf Platz Nummer 5 hier aktuell.
dahinter der Goschforce. Der kommt näher ran. Der will nochmal. Der will nochmal, der kann nochmal. Kommt auch immer näher ran hier am Funky jetzt hier. 1,6 Sekunden. Dahinter der Lombitz. Auf der 7. Viel Platz verloren, beziehungsweise Zeit verloren hier. Aber hat den Phoenix hat er natürlich abgehangen. Da hinten. Und somit Platz 8 hier für Phoenix. Paul auf der 9. Gefolgt von den Teamkollegen hier. Den Bundo auf der 10. Georgie auf 11. Oh, gegen Flash, ist da was? Nee, halt, stopp. Bin ich harte? Ich stieg nach hinten, da. Da wollen wir es ja sehen. Das wäre jetzt ja gegen. Da kommt aber das nicht klar, kein Milo hier. So, jetzt, das wollte man sehen. Das Duell, ja, Deathracer gegen Flash. Und Sascha ist da hinten auch noch im Schlepptau. So, Flash versucht es jetzt hier. Reicht das? Nein, reicht doch nicht. Sascha versucht da hinten auch noch ein bisschen ranzukommen. Reicht doch nicht ganz hier. Aber Sascha ist wieder da. Sascha ist wieder dran. Gehen wir mal hin bei Sascha ran. Ja, geht jetzt direkt auch im Windschatten. Sind wir mal gespannt, ob es reicht hier mit dem Windschattenduell. Kannst theoretisch den Flash schieben. Ah, genau, schieb ihn. Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Was Besseres kannst du nicht machen. Wenn du nie rankommst, schieben. Und jetzt, oh, da haben sie aber Schub gekriegt hier. Müssen aufpassen. Zu dritt. Oh, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Der Spacer geht früher auf die Bremse, er hat's gesehen. Aber jetzt hier die Beine, ja genau, das schiebt er sich dazwischen. Was willst du machen? Oh, leichte Berührung. Jetzt wird es mir natürlich eng hier. Jetzt wird es eng. Schauen wir uns das doch gleich nochmal an. Schauen wir uns das nochmal an hier in Sicht von Deathracer. Guck mal da. Setzt sich daneben, geht frühzeitig auf die Bremse. Nur jetzt behindern die beiden sich da vorne. Jetzt behindern sie sich. Ja, komm, Ghost-Modus, Rinder in die Orga. Und vorbei. Was willst du machen? Ja, da verbremst er sich noch selber. Und da kriegt der Flash noch einen auf den Deckel. Hat er ja Schaden von sich die tragen? Nee, hat er nicht. Tja, schade. So, jetzt natürlich. Deathracer muss aber gleich in die Box. Sprit ist leer, so gut wie. Dreht er noch eine Runde? Nein, geht rein in die Box. Geht rein und somit. Duell passé. Vorne David weiterhin hier auf der 1. Rosse auf 2, Batman auf 3. Wir sind jetzt in der 27. Runde. 26. Runde, so. 26. Runde. Und sind wir mal gespannt hier, ob die drei nochmal hier zueinander finden. Oder ob der Abstand jetzt zuerst mal so bleibt. So, wen haben wir hier hinten? Paul gegen Georgie und Bundo. Georgie war auch irgendwas gewesen. Es kann Sinn, dass es mal leckt kurzzeitig. Habe ich vorhin schon mitgekriegt, dass es mal kurz geleckt hat. Ansonsten einfach mal einen Stream neu starten. Das schön hier sehen hier, dass es jetzt so ab und zu mal so ein paar kleine Lecks gab.
So, wie sieht's hinten aus? Batman ist dran. Batman ist wieder dran hier. Und direkt im Windschatten, ne? Drei, der ist von Mamiya. Direkt im Windschatten. Jetzt kann er sich ransaugen. Und geht auch erstmal vorbei wieder. An seinen Teamkollegen hier am Droste. Ja, kann ja mal vorkommen. Oder kommt doch drauf an, bist du im WLAN drinne? Bist du mit dem Handy drinne? Kann halt mal passieren, dass ich. Ich hatte jetzt vorhin mal kurz einen kleinen Leck gehabt. Aber aktuell alles im Grün hier wieder bei mir. Kommt nur drauf an, wie viel Upload du, Download du hast. Wenn du im Handynetz bist, dann kannst du ein bisschen mehr lecken, das ist definitiv. Ansonsten kann ich ja für euch. Warte. Einstellung mache ich mal für euch, mal für eure Handy, für eure Handynutzung. Für eure Handynutzung kann ich ja mal einen kleinen Ticken runterdrehen. Ja. Machen wir mal auf 3 runter. Jetzt geht's wieder. Am PC mit Netzwerk gehabt, okay. Ja, ich habe das aber auch mal ab und zu. Jetzt, gut, wir hatten jetzt hier gestern einen Sturm gehabt, jetzt über die Nacht. Da hat es natürlich das Internet natürlich wieder ein bisschen, ja, ein bisschen problematisch, aber aktuell laut meinem meiner Scheiße, die ich hier stehen habe, sollte es laufen. Bis jetzt nur einmal hatte ich einen kleinen Delay, dass er ein bisschen Paketverlust hatte, aber kann mal passieren, dass es mal leckt. Das habe ich aber auch, wenn ich bei anderen reingucke, leckt es auch ab und zu mal. Also solange man 95% sieht, ist alles super. Und für die Leute, die sich dann hinterher angucken wollen, lade ich natürlich auf YouTube alles wieder hoch. Gibt's dann bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und in Absprache auch bei HRM auf dem YouTube-Kanal. So. Runde 28. David hat sich dann eine Zeitstrafe reingeholt von 2-2. Die muss er jetzt irgendwie abhauen. Jetzt nur 2. Jetzt wird's kriminell. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's kriminell. Jetzt kommen die Zeitstrafenfahrer. Und die müssen alle abgebaut werden, sonst bringt ihr das nichts. Oder muss 2-3 Sekunden muss er schneller sein. Ja, mal Flip so, hä? Kenne ich dich? Kenne ich dich? Ja. Sollte, glaub ich, kennt euch. Nur unter einem anderen Namen. Der Midox hat seinen Namen geändert. Die ist früher anders. Also anders, anders. Die ist anders und nicht anders. So, jetzt ist natürlich Batman wieder dran da. Jetzt zieht er vorbei. Jetzt zieht er vorbei. Fehler hier beim David. Und Drosse hinterher. Drosse hinterher. Abbau. Oh, jetzt nebeneinander. Und hat nicht gereicht für den Drosse, da mitzuziehen. Ja, so heiß ich. Ich bürgere und war schließlich hinter JV Chemnitz. Was hast du denn da zu suchen? Solange nicht in JV Torgau warst, dann ist mir das wurscht. So, gehen wir nochmal durch hier. Batman 1 aktuell. David 2. Hat er betreut. Herrlich. So, Drosse auf 3. Fatality auf 4. Funky auf 5. Groschwurst auf 6. Kommt dann näher ran jetzt hier am Funky.
Nombits auf 7, Phoenix auf 8, Georgie auf 9, Paul auf 10, Sascha Flash auf 11 gegen Bundo auf 12. Bundo auf 12, ja. Versucht natürlich jetzt hier. Scheiß Tastatur, ey. Ja, das Problem habe ich auch. Das Problem ist, ich habe hier drei Sätzen. Ich habe drei Tastaturen hier. Einmal für hier, euer, hier, 1, 2, 3, 4 Drückerei hier, ne? Dann natürlich für den PC und dann natürlich für den zweiten PC da oben auch noch. Muss man nochmal gucken, welche muss ich jetzt nehmen hier bei der Tastatur hier? So, trotzdem versucht's. Und damit wieder eine Zeitstrafe bekommen. Jetzt wird's eng, ja. Batman da vorne mit 1-2 auf dem Turm. David mit 2-2 Promille auf dem Kopf. Trost ist noch nüchtern. Oder wieder nüchtern. Okay. Troste. Geht er auch ein bisschen früher vom Gas. Und holt sich hier die Zeitstrafe. Jetzt hat er natürlich 0,5 auf dem Turm. Damit darf er noch eine Runde fahren, aber bloß kein Auto fahren mehr. Okay, Unfall machen, aber dann ist er Lappen weg. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant in den letzten 7 Runden. Und Rest von dieser. Junge, jetzt wird's knapp. So, Batman natürlich mit 3,3 Sekunden Vorsprung. Ja, das ist meistens so. Flip, das ist meistens. Das Problem sitzt meistens immer vom Bildschirm. So, trotzdem vorbei durch den Windschatten. An David. Ah, wie sieht es hinten aus? Haben wir da ein Duell da irgendwie? Da stand einer ein bisschen quer. Was macht denn der da? Was macht der da hinten? Wer ist der? So, Sascha und David natürlich wieder an Droste vorbei. Jetzt muss ich auch mal kurz luschern. Wer war das? Georgie, was hast du gemacht, Georgie? Warst besoffen? Ach nee, Quersteher. Einmal hier Quersteher. Und dann nochmal. Und gleich hatte hier vorne nochmal Quersteher. Ach nee, der fährt selber quer. Das habe ich gesehen hier auf der Karte. Gleich macht das nochmal. Da sah ich doch. Warum? Warum? Das ist ja wie wenn Don Camillo beim Fahren sich eine Kippe anmacht. So fährt er auch, wenn er beim Fahren hier eine Zigarette anmachen will. Hier. So, trotzdem versucht's wieder. Ja. Reifen sauber machen? Macht man das so? Reicht das nicht geradeaus zu fahren? Ich weiß es nicht. So, Droste vorbei am David. Erstmal. Ja, und Batman lacht sich jetzt ins Fäustchen. Der kann sich jetzt absetzen. Definitiv 5,2 Sekunden kann er sich absetzen. Ja, weil natürlich David und der Droste sich jetzt hier ein bisschen zu sehr duellieren. Chance für Batman da wegzufahren. Fidelity auf 4 aktuell. Und da ist wieder der Sascha. 5. Funky gegen Goschwors. Kommt hier Funky vorbei? Nein, noch nicht. Da hinten ist Nombe zu sehen. Wird auch nochmal heikel zwischen den beiden hier. Oh, Goschwors, leichten Querschnitt. Jetzt ist die Möglichkeit eventuell von Funky vorbeizuziehen, aber Goschwors hat gleich wieder den Powerboost. Geht frühzeitig vom Gas. Geht früh vom Gas, lässt somit hier den Funky vorbeiziehen. Er hat seinen Schnaps getrunken. Ja, definitiv, definitiv. So fühle ich mich manchmal auch hier. So, Batman konnte sich natürlich jetzt hier absetzen.
aber massiv, da jetzt natürlich David und Droste sich bekriegen und somit ist das Thema, wenn vorne nichts passiert, ist das Thema durch. Wenn der Droste, wenn der Batman da vorne keinen Fehler mehr macht, dann ist es durch. Ja. Aber die beiden hier sind sie noch nicht einig. Definitiv noch nicht. Koschfors kommt da auch langsam wieder ran. Und Droste bleibt erstmal noch hinter David. So, jetzt hier Koschfors gegen Funky ist wieder dran. Ah, leichter Quersteher und dann war es auch erstmal. Muss er wieder rankommen. So, gehen wir nochmal durch hier. In den letzten Runden. Batman auf 1. Hat seine Promillezahl abgebaut. David auf 2 auch abgebaut. Droste auf 3. Fidelity jetzt hier auf 4. Will natürlich am Sascha vorbei. Das ist eine Überrundung. Funky auf der 5. Rochefort auf 6. Nombitz auf 7. Phoenix auf der 8. Georgie auf der 9. Gefolgt von Flash auf der 10. Bundo auf der 11. Sascha 12. Paul auf der 13. Und natürlich der Swazer hier auf Platz Nummer 14. So, jetzt die lange Gerade hier. David wieder hier gegen. Gegen Droste. Funky gegen Goschforst. Also ein bisschen Ruhe. Da Fidelity natürlich jetzt hier mit Sascha noch in der Überrundung. Und Droste vorbei hier am David. Und Fidelity auch von Sascha vorbei. Und Sascha hier natürlich mit Zeitstrafe unterwegs. Funky kämpft hier auch noch hier gegen Goschfors. Junge, Junge, Junge. Enges Ding hier. Enges Ding. Und David muss Gas geben. David muss sich was einfallen lassen, dass er zumindest hier am Droste vorbeikommt. Aber Droste ist natürlich wieder so einen kleinen Ticken schneller. Wenn er sich jetzt absetzen kann, dann war es das auch. Batman natürlich hier kann. Ist aus dem Schneider. ...8,7 Sekunden Vorsprung. David gegen Droste noch. Fidelity 2,8 dahinter. Funky gegen Goschfors. Was ist da? Kommt Goschfors noch vorbei oder hält Funky hier die Position? Jeder Punkt ist hier Gold wert und Goschfors sieht erstmal vorbei hier. Schön im Windschatten. Eventuell nochmal die Möglichkeit zu kontern hier vom Funky. Nee. Nee, oh, doch, 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 na, beide kleinen Fehler gehabt. Und Funky sitzt jetzt neben Goschfors und holt sich hier wieder Platz Nummer 5 zurück. Junge, Junge, Junge. Jetzt muss aber Funky Gas geben. Viel Zeit hat er nicht. 2 Runden und Rest von dieser noch. Ah, und trotzdem gegen Batman! Gegen David, so rum. jetzt kommt der Duncan Miller natürlich schon total durcheinander, ja. Ist natürlich auch mal wieder so ein Bilderbuchrennen hier. Und David wieder vorbei! David wieder vorbei! Jetzt aber gleich wieder Windschatten hier für Droste. Bau noch lieber deine Zeitstrafe ab, weil es gibt da noch mal eine Sekunde drauf.
Windschatten, ran, vorbei, daneben. Und da hinten ist Vitality in Sichtweite. Oh, einmal zugemacht die Tür. Na, 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 na. Waren das hier zweimal? Gucken wir uns gleich nochmal an. Reicht hier noch nicht hier für den David. Gucken wir mal. Nun schauen wir uns das nochmal an. Ja, gehen wir mal auf Davids Sicht hier. So. Oh, eins. Ah. Knappes Ding. Knapp. Sag doch mal lieber nichts so. So. Eine Runde und Rest von dieser noch hier für Batman. Wie gesagt, Paul, ich sag dazu nichts. Das liegt nicht in meiner Macht am Ende. So, Drossel somit aktuell 2, David 3, Vitality auf 4. Kommt da langsam wieder ran. 1,5, aber wird nicht reichen. Wird nicht reichen. Goschwors hier weiterhin hier gegen. Oh, Goschwors weit rausgekommen hier. Weit, 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 weit raus. Und da könnte theoretisch Funky nochmal hier. Reicht aber nicht. Und somit sind wir hier in der letzten Runde für Batman. Letzte Runde, der sich ja am Ende doch noch behaupten konnte. Und natürlich, ja, wie soll man sagen, er hat sich verpfiffen, hat er sich verpfiffen, hat er. Er hat keinen Bock mehr gehabt, hat keine Lust gehabt mehr hier mitzutuellieren mit Drossel und David. Und David natürlich auf 2 wieder vorgefahren. Das ist natürlich die letzte Runde. Batman, bleiben wir mal jetzt hier auf David und auf Drossel drauf. Ah, das ist wieder so eine Sache hier. Da ist auch noch Duell. Ich weiß auch nicht, wohin. Wo machen wir denn hier als erstes? Da ist Batman. Goschwors gegen Funky. Das wird ein enges Ding hier. Definitiv. Batman ist hier. Genau. Ein paar Meter haben wir noch. David gegen Drossel auch noch. Jetzt wird es interessant. Die letzten Meter hier. Geh mal auf Batman drauf. Letzten Meter, Duell sehen wir gleich, wer da gewinnt hier. Und somit Glückwunsch hier an Batman für Platz Nummer 1 hier. Glückwunsch. Verdient gesiegt. Glückwunsch. David jetzt hier gegen Drossel. Wo ist Drossel? Drossel eine halbe Sekunde dahinter. Somit haben wir auf Platz Nummer 2 hier. Glückwunsch, Drossel auf der 3. Vitality auf 4. Goschwors jetzt hier gegen Funky. Konnte sich noch behaupten gegen Funky. Da gibt es die Lichthupe. Und Goschwors 5. Funky auf der 6. Norbitz auf der 7. Phoenix hier auf Platz Nummer 8. Ja, da geht natürlich deswegen auch schon rein. Platz Nummer 14. Georgie auf Platz Nummer 9 geht gleich durchs Ziel. Bundo ist im Ziel auf der 11. Sascha auf der 12. Paul auf der 13. Deathracer hier auf Platz Nummer 14. Ja, ich denke mal, da gibt es nachher bestimmt noch ein bisschen Diskussionsforum. Denke ich mal. Gab jetzt am Ende doch noch mal ein bisschen mehr Komplikationen, so wie ich das gesehen habe. Aber meistens würden die Fahrer sich ja untereinander einigen. Außer es geht um wertvolle Punkte. So, Georgie geht mit Platz 9 durchs Ziel. Glückwunsch an Georgie. Und Flash auf Platz Nummer 10. Junge, Junge. So.
Mikro wieder richten. Ja, speichere mir das mal sicherheitshalber mal. So, Rennergebnisse. Corvette, 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 Corvette. Genesis, Genesis, Corvette, Corvette. Batman auf Platz Nummer 1 hier, gefolgt von David auf der 2, Droste auf der 3, Fidelity auf der 4, Gosh Force auf der 5, Funky auf der 6, Numbitz auf der 7, Phoenix auf der 8, Georgie auf der 9, Flash auf der 10, Bundo auf der 11, Sascha 12, Paul auf der 13 und natürlich hier der Deathwacer hier auf Platz Nummer 14. So, jetzt gucke ich mal rein hier. Ach, da können wir noch mal. Da könnt ihr, also, wenn ihr noch mal so Highlife in Tütenrennen sehen wollt, dann schicke ich euch sofort rüber zu MB Iceman. Die sind noch weit, weit zurück. Die sind hier gerade in der 25. Runde. Die haben noch ein paar Meter. Also, da können wir da noch mal Highlife in Tüten machen. Da können wir da noch mal richtig volle Lotte Power geben. Und somit schicke ich euch rüber hier zu MB Iceman. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Gehen wir rüber zu MB Iceman. Oh, der wird doch nicht aktualisieren hier, die Scheiße hier. Wo ist er denn hier? Komm her, gib mir den Iceman, gib mir den Eismann. Gib mir den Eismann hier. Und Flip, immer wieder gern. Wenn es funktioniert, dann funktioniert. guck mal, jetzt muss ich die Antwort-Tastatur nehmen hier, ne? Sonst funktioniert das nicht. Siehst du, da ist er doch. Da ist er doch schon zu sehen. Ja, warum zeigt ihr mir das in der Waitlist nicht an? Ja. So, demzufolge, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. War ein geiles Ding. Definitiv sehen wir uns dann in 2 Wochen wieder hier in der GT3 Liga A. Und nächste Woche macht dann hier Don Camillo den Fahrer in der GT4 in Liga B bei Sofa-Racer. Und somit schicke ich euch rüber hier zum Iceman. Und ja. Vielen herzlichen Dank, wir sehen uns, wir hören uns. Also haut rein, bis denn dann. Ciao.